Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video soll es mal um die Fehler gehen. Die potenziellen Fehler, die man so machen kann bei so einer Vermietung vom eigenen Wohnmobil. Wir schauen uns mal näher an, was ich da so notiert habe. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir uns mal so ein paar Sachen an, die ich mir notiert habe, wo man vielleicht einen Fehler machen kann oder vielleicht vermeiden kann oder was in Zukunft optimieren kann. Also grundsätzlich, du bist zu nachsichtig das bezieht sich aufs Thema Kaution, Schäden und auch die Kilometer. Fehler, den man machen kann, definitiv zu nachsichtig sein. Also bei der Kaution habe ich auch schon in einem anderen Video erklärt, welche Sachen wichtig sind und worauf ihr achten solltet, für wen vielleicht Vermietung nicht sein sollte, wenn er diese Sachen nicht beachtet. Also die Kaution ist ganz, ganz wichtig. Ein Riesenfehler, eigentlich mit der größte Fehler ist es, wenn die Kaution bei der Vermietung, beim Beginn der Vermietung nicht bei euch hinterlegt ist. Das heißt, wenn der Vermieter, wenn der Mieter aus irgendeinem Grund die nicht dabei hat oder noch nicht überwiesen hat oder was und ihr die noch nicht habt, das absolut vermeiden, größter Fehler, Kaution müsst ihr immer liegen haben. Auch wenn die Kaution vom Kunden, vom Mieter verringert wurde, was über die Zusatzversicherung möglich ist, erkläre ich in einem anderen Video. Aber auch wenn die hinterlegt ist und die Kaution verringert ist auf zum Beispiel 250 Euro, auch dann müsst ihr die 1500 Euro bei euch hinterlegt haben. Ganz wichtig. Okay? Riesenthema. Ansonsten auch bei Schäden nicht nachsichtig sein. Egal wie klein, ich habe auch schon in diversen Videos immer wieder gesagt, auch kleine Sachen summieren sich. Wenn ihr dazu nachsichtig seid, dafür sind die Versicherungen da, oder da müsst ihr einfach ein bisschen hart sein, ein bisschen an euch denken, ein bisschen geschäftlich denken. Ihr müsst natürlich dafür sorgen, dass am Endeffekt der Schaden reguliert ist und der Fehler, der Kratzer oder was, auch wenn es eine kleine Sache ist, nicht mehr da ist. Ganz einfach deswegen, weil das summiert sich. Wenn ihr immer zu nachsichtig seid und sagt, ja, das ist okay, ist ja nur eine Kleinigkeit, das summiert sich, bei 10 Vermietungen sind es 10 Kleinigkeiten und dann ist es nicht mehr klein, dann ist es einfach abgenutzt. Außerdem die Kilometer, ganz wichtig, wenn die Rückgabe ist und so weiter, dann kontrolliert die Kilometer und wenn die Mieter drüber gefahren sind, dann solltet, das seht ihr in den Dokumenten, ihr guckt dann Übergabe, Rückgabe, da schreibt ihr die Kilometer auf. Wenn die drüber sind über die angegebenen Kilometer, die Begrenzung, die ihr vielleicht im Vorhinein kommuniziert habt, dann solltet ihr da auch dementsprechend nachfordern. Das passt vielleicht nicht ganz zum Konstrukt von Paul Kemper, weil die eigentlich kommunizieren, dass immer alles drin ist, aber ich habe ja gesagt, ich habe in meinen, habe ich auch im Video gesagt, in meinen Sondermietbedingungen oder meinen zusätzlichen Mietbedingungen habe ich das hinterlegt, das kommuniziere ich dann immer und das ist ganz wichtig, wenn jetzt jemand weit rüber rutscht, ich sag mal 50 Kilometer oder was, das ist jetzt nicht das Thema, aber wenn jemand weit rüber rutscht, weil er vielleicht extrem viel fährt, dann habt ihr Verlust, weil der Wertverlust und die Abnutzung für Reifen und so weiter dann für euch ein Minusgeschäft sind und da solltet ihr gegensteuern und da müsst ihr dann auch wirklich, wie auch immer, in welcher Form auch immer, irgendwas nachfordern. Dann zum Beispiel auch die Leichtgläubigkeit. Ist ein bisschen was anderes wie nachsichtig. Leichtgläubig meine ich, ihr müsst ja dafür sorgen, am Endeffekt, dass euer Mobil in gute Hände kommt. Man kann das nicht immer im Vorhinein schon feststellen. Aber wenn ihr merkt oder versucht für euch einen Weg zu finden, wo ihr gewisse Sachen im Vorhinein schon feststellen könnt. Also ich sage immer auch anrufen mit einem Telefonat. Da hat man schon ein ganz anderes Gefühl und kriegt ganz anders mit. Wer ist da so gegenüber? Wer ist das so? Wie sind die so drauf? Wie wenn ich nur mit, ich sag mal, WhatsApp schreibe oder per E-Mail schreibe oder so. Ne? Immer ruhig anrufen und macht euch irgendwie einen Eindruck. Versucht euch so gut wie möglich einen Eindruck zu machen. Seid nicht leichtsinnig oder leichtgläubig, wenn irgendwas euch faul vorkommt oder irgendwas komisches. Dann seid nicht, habt keine rosarote Brille auf, versucht da wirklich ein bisschen geschäftlich zu denken, sodass potenzielle Risiken, die vielleicht kommen können oder wo ihr das fühlt, dass vielleicht was kommt, dann lasst es lieber und dann verzichtet auf das Geschäft oder was, ne? Und lasst euch da nicht irgendwie potenziell leichtgläubig in irgendeine Falle locken. Zu dichte Termine. Ganz stressiges Thema, denn wenn ihr, das ist ein Fehler, wenn ihr eure Termine zu eng legt, ich sag mal eine Rückgabe am Samstag früh und eine Übergabe am Samstagnachmittag, no go. Man kann zwar, eigentlich gibt es ja von 12 bis 12, also die Rückgabe ist um 12 und die Übergabe zum Mitnehmen ist auch um 12. Das kann man so machen. Rein theoretisch und kann dann vielleicht mit dem Kunden, klar, muss man kommunizieren, weil die Übergabe dauert, ja, die Rückgabe dauert von mir aus
anderthalb Stunden und die Übergabe hin dauert vielleicht 2 Stunden. Da muss man natürlich kommunizieren, ja, ihr müsst bis um 10 hier sein und zu den Nächsten sagt man vielleicht, ja, du kannst erst 14 Uhr kommen, ja, oder du kannst erst um 12 kommen oder es sind noch welche vor dir oder wie auch immer. Kann man machen, ist vielleicht zeitlich auch machbar, aber Monsterstress, denn ihr sitzt wie auf heißen Kohlen. Kommt denn der Mieter, der das Mobil hat, rechtzeitig zurück? Denn der Nächste ist schon vielleicht auf dem Weg. Die haben vielleicht eine längere Anreise, sind schon unterwegs. Die schreiben euch dann, ja, wir sind unterwegs, wir kommen ein bisschen eher. So, dann geht das schon los. Ganz klar, das macht euch fix und fertig. Ne? Und dann stellt euch vor, die sind sogar schon da, wo der andere zurückkommt und ihr müsst die Übergabe machen und die Nächsten stehen schon bereit und warten, wollen in Urlaub. Dann habt ihr Zeitdruck ohne Ende, ihr macht das dann nicht ordentlich. Vielleicht kommt das zurück, es kann ja auch mal nicht ganz richtig sauber sein oder es kann sogar mal ein Problemchen geben. Irgendwas funktioniert plötzlich nicht mehr so richtig und der Kunde sagt, ja das und das, das weiß ich nicht. Habt ihr Stress, kriegt es nicht hin. Also ich empfehle jedem, macht einen Tag dazwischen. Also Rückgabe von mir aus Samstag und die nächste Übergabe erst wieder am Sonntagmittag. Oder Plan B ist vielleicht noch, wenn es ein dickes Geschäft ist, wo ihr sagt, möchte ich mitnehmen, dass ihr so halbe Tage macht. Ihr könnt ja eine Übergabe quasi bis nachts um 12, na, dann kommen die vielleicht 18 Uhr oder was oder 17 Uhr oder was. Oder der Nächste sagt, ja, wir holen es eben erst später oder was. Ja? Also dass ihr so einen halben Tag noch macht, dass ihr eine Rückgabe bis um 12 habt und der Nächste kommt vielleicht erst abends 17 Uhr. Ja, dann habt ihr noch ein bisschen Polster. Aber wenn da was sein sollte, was Größeres, putzen oder sauber machen oder so, ist klar, das ist machbar dann. Ne? Aber wenn da ein Defekt ist, dann habt ihr natürlich ein Problem. Wobei natürlich die Frage auch immer ist, kann ich einen richtigen Defekt beheben von Samstag zu Sonntag, wenn ich einen Tag Zeit habe. Ne? Also es geht mehr darum, schafft euch ein paar Stunden Zeit dazwischen, wenn die einen eher kommen, die anderen später kommen. Sowas kann immer wieder vorkommen und dann habt ihr das Riesenproblem an der Backe. Ne? Okay, also zu dichte Termine ganz wichtig. Und noch so ein Thema ist auch, plant keine Übergabe der Dunkelheit. Im Sommer ist klar, da ist relativ lange hell, im Winter ist nochmal so ein anderes Thema. Versucht das einzukalkulieren, dass es schon dunkel wird. Ne? Ihr müsst das Mobil natürlich auch von draußen ordentlich besichtigen können. Also Dunkelheit auch schlechtes Thema. Ne? Dann zu lange brauchen für Antworten, für Anfragen. Ihr müsst davon ausgehen, dass die Mieter vielleicht auch mehrere mobile Anfragen gleichzeitig. Die sind vielleicht jetzt gerade dabei in der Planung und haben vielleicht 2, 3 rausgesucht, die cool wären. Und da kann man davon ausgehen, dass die vielleicht auch pauschal Copy and Paste mehrere Anfragen. Das ist ja mit der Anfrage noch kein Geschäft. Die bekommen ja dann erstmal ein Angebot. Das müssen sie annehmen. Wenn sie es nicht annehmen, ist erledigt. Ne? Also kann sein, dass du das ein oder andere Geschäft vielleicht auch verlierst, wenn du zu lange brauchst. Heutzutage hat jeder ein Handy dabei, bei Paul Kemper zum Beispiel, da hat man auch die App, da kriegt man sofort die Informationen, ich glaube sogar per App, per SMS und per E-Mail gleichzeitig. Also da ist absolut sichergestellt, dass ihr die Nachricht bekommt und dann würde ich auch gleich reagieren. Entweder eine kurze Nachricht, selbst wenn ihr unterwegs seid, eine kurze Rückmeldung, dass ihr später mal telefoniert oder vielleicht auch gleich der Rückruf oder was, so ist das dann schon mal, seid ihr am Start. Ja? Keine Probefahrten. Ganz großes Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, vernachlässige ich auch noch, möchte ich aber in Zukunft selbst für mich auch übernehmen. Und zwar geht es um die Probefahrt bei der Übergabe, dass ihr den Fahrer mal ans Steuer setzt. Wenn ihr eh alles erklärt, ich habe ja immer gesagt, ihr solltet Sachen richtig schön zeigen und vormachen und den Mieter auch machen lassen, auch so ein Thema, ausprobieren lassen. Wenn ihr nur selbst zeigt, dann ist das nicht so verinnerlicht, wenn es jemand ausprobiert. Ne? Aber setzt ihn ruhig ans Steuer und fahrt mal ein paar Kilometer. Das ist immer die Frage, bei der Übergabe ist irgendwo ein Zeitdruck, die wollen auch los und so. Und das ist dann vielleicht ein bisschen unangenehm, aber diese 10 Minuten oder was, die sind nicht zu vernachlässigen. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, ich fahre privat LKW und wir fahren seit Jahren Wohnmobil, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn jemand kommt und sagt, habe ich noch nie probiert, ich kenne nur PKW oder Schalter oder Automatik. Ne? Ich gehe davon aus, die meisten werden das wählen, was sie auch können, aber wenn einer kommt und sagt, ich fahre normalerweise Automatik, jetzt habe ich einen Schalter, dann Probefahrt. Testen, wenigstens probieren lassen. Ja? Und auch bei der Rückgabe, ein wichtiges Thema für euch. Wenn ihr das Mobil zurückbekommt, dann schaut ihr natürlich, macht ihr Funktionsprobe oder was, aber ihr solltet auch, mache ich auch nicht, werde ich in Zukunft versuchen zu übernehmen, das Mobil mal fahren. Denn wenn es einen größeren Defekt gibt oder ich sage mal, irgendwas schleift vielleicht, weil was passiert ist, was ihr aber von außen nicht seht, unten drunter oder was, auf den Stein gefahren und irgendwas hat sich von unten hochgedrückt oder was,
dann seht ihr das natürlich nicht unbedingt und dann merkt ihr das auch, wenn ihr die Probefahrt macht. Ja, ihr müsst ja auch daran denken, ihr gebt das vielleicht einen Tag später jemand anders mit und bei dem schleift es dann. Dann kriegt es unterwegs mit, fährt vielleicht so, es passiert irgendwas. Ihr habt ja auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung. Ne? Ihr müsst sicherstellen, dass es ordentlich fahrtüchtig und sicher ist. Also Probefahrt, ganz wichtiges Thema. Wenn möglich, versucht das mit einzubauen. Ja, keine Funktionsproben. Ich habe es gerade schon mal angeschnitten. Ne? Also auch ihr solltet auch bei der Rückgabe versuchen, euch die Zeit zu nehmen, eine Funktionsprobe zu machen. Es ist ja immer ein bisschen Zeitdruck und ein bisschen unangenehm, aber versucht die Zeit euch zu nehmen. Probiert, ob die Wasserpumpe funktioniert, ob das Wasser dementsprechend kommt und versucht die verschiedenen Sachen auszuprobieren, ob die noch funktionieren. Zum Beispiel auch so eine Satellitenschüssel ein Thema. Es kann ja mal ein Mieter auch irgendwo an einem Baum hängen bleiben oder irgendwas oder macht die vielleicht aus Versehen an oder was und oben drüber ist ein Baum, hat es nicht gesehen und das Ding ist kaputt und funktioniert nicht mehr richtig. Dann habt erstmal der nächste Mieter ein Problem, es geht nicht. Und zweitens habt ihr das Defekt und wisst gar nicht, wo er herkommt so richtig und könnt es auch nicht mehr nachweisen, weil die Dokumente sind ja unterschrieben, Kaution zurückgezahlt und so weiter. Ist erledigt. Das ist dann eure finanzielle Belastung, das wieder herzurichten. Fühlt sich auch nicht cool an. Ne? Also lieber Funktionsprobe machen, safe. Ihr seid ja im Endeffekt Gewerbetreibende, ihr seid Profis und das sollte der Kunde dann auch nicht negativ nehmen. Die Kilometerbegrenzung, die ich eben schon mal kurz angesprochen hatte, die habt ihr im Vorhinein nicht kommuniziert oder nicht richtig kommuniziert. Auch so ein Fehler, der auftreten kann. Ihr solltet, das ist ja ein Zusatz, ne? Habe ich ja im Video gezeigt, habe ich ja als Zusatzbedingung mit reingebaut. Und wenn man das natürlich mit reinbaut, dann sollte man das auch gut kommunizieren, vorher schon, bevor das Angebot versendet wird. Also ich mache das immer so, wenn man sich dann einig ist, dann schicke ich nochmal per Nachricht diese Info, zum Beispiel mit den Kilometerbegrenzungen und noch ein paar weiteren Punkten, die mir vielleicht einfach wichtig sind, keine Tiere oder wie auch immer, schicke ich einfach als Info nochmal schriftlich hin und formuliere das natürlich so als Frage, dass das auch beantwortet wird. Und dann bekomme ich natürlich die Rückmeldung, vielleicht auch mit der Frage, wie viel ist denn geplant, so und so ist es, das und das kann auf euch zukommen. Und dann kriegt man eine Rückmeldung, nee, wir haben nur das und das geplant, wir werden da auf keinen Fall hinkommen oder was, und wissen wir Bescheid. Dann habt ihr das nämlich schriftlich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schriftlich ist, mündlich ist, ich will nicht sagen, nichts wert. Es gibt ja diese Info oder diese Aussagen immer, mündlich ist auch Vertrag und so weiter. Aber das schriftlich ist schriftlich. Dann könnt ihr nämlich sagen, hier, da haben wir es kommuniziert, es war klar, du hast es schwarz auf weiß gesehen und da müssen wir jetzt über eine Lösung reden. Okay? Zu schnell besichtigen bei der Rückgabe. Ich habe ja gerade gesagt, Funktionsprobe und so, oft ist Zeitmangel. Es ist tatsächlich so, dass die Leute ja weiter wollen, die wollen weg. Für die ist das jetzt durch, der Urlaub ist erledigt und die wollen das jetzt abschließen und so schnell wie möglich weiter. Für euch ist natürlich jetzt wichtig, dass das alles passt, bevor die weg sind, bevor die Mieter weg sind, bevor die Kaution zurückgezahlt ist und die Unterschrift drunter ist, dass nichts passiert ist. Und da empfehle ich immer, wenn möglich, macht das zu zweit. Ja, einer setzt sich hin. Bei mir ist zum Beispiel so, wir setzen uns dann meistens im Wohnmobil hin, machen die Unterlagen, schreiben alles auf, gucken Kilometerstand und so weiter. Und wenn dann eine Person, eine zweite Person parallel außen drumherum geht und alles sichtet und alles sich anschaut, die Funktionsprobe kann ja derjenige drin machen, aber außen, das ist ja komplett nochmal ein Zusatz. Und wenn das jemand parallel in Ruhe macht, ganz in Ruhe, und das, die Ruhe hast du nämlich alleine nicht und nimmst du dir auch nicht, weil du immer das Gefühl hast, du suchst nach irgendwas oder wirfst dem Kunden vielleicht vor, er hätte dir was verschwiegen. Ne? Muss ja nicht sein, es kann ja auch mal was sein, was der Kunde nicht mitbekommen hat. Aber deswegen so eine zweite Person Gold wert, die für sich alleine parallel guckt und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Die Übergabedokumente nicht ausführlich ausgefüllt, zu schnell drüber gegangen. Es ist ganz wichtig, das ist ja ein offizielles Dokument und damit sagst du erstmal aus oder der Kunde unterschreibt dir bei der Übergabe, das hat er bekommen. Ne? Das ist für dich erstmal wichtig. Und bei der Rückgabe ist es so, dass die Sachen gut dokumentiert werden müssen, weil du unterschreibst ja wieder, dass du es wiederbekommen hast. Ja? Also nicht nur die Sachen ordentlich durchschauen, Kabel und so weiter, sondern auch dokumentieren. Denn damit hast du die rechtliche Sicherheit auch. Ich nenne mal ein Beispiel, die Kabeltrommel, die ja, habe ich ein Video zu gemacht, welche Kabeltrommeln grundsätzlich überhaupt erstmal fürs Camping erlaubt sind. Und diese Kabeltrommeln, die man eigentlich nur benutzen darf, laut DIN VDE-Vorschrift, die sind nämlich auch richtig teuer. Und wenn so eine Kabeltrommel von, ich sag mal, 120 Euro vielleicht der Kunde am letzten Platz frühs vergisst, stehen lässt, aus Versehen, und er es gar nicht mitbekommen hat, du aber nicht richtig nachschaust und hier dokumentierst du, ja, alles okay, dann fehlt dir die Kabeltrommel. Unterschrieben hast du, dass du zurückbekommen hast. Du brauchst auch nichts mehr probieren. Und dann hast du die
Unkosten selbst, hast vielleicht auch das Problem, dass der Nächste die Kabeltrommel nicht hat. Ja, das kommt ja auch immer noch dazu, nicht nur die Kosten, sondern der laufende Betrieb ist geschädigt. Also auch die Dokumente ordentlich ausfüllen ist wirklich rein rechtlich auch die Sicherheit und auch finanziell für euch die Sicherheit. Ja, an der Stelle endet erstmal Teil 1. Ich musste das in zwei Teile teilen. Es war einfach ein bisschen zu viel, aber ich wollte auch nichts weglassen. Im zweiten Teil nächste Woche kommen noch viele wichtige Punkte und auch der ein oder andere Tipp, der euch wirklich weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn ihr auch zukünftig dabei seid und den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine tolle Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Viel Tipps und Tricks zum Thema Wohnmobil und Campen. Natürlich auch viel über die Vermietung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt schöne Reisen. Auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.